Heute, was geht ab, Leute? Hier? Auf dem Weg zu diesem HNO-Arzt, wo ich am Montag war. Denn ich muss ja noch nachweisen, dass ich überhaupt versichert war. Die hatten das ja nur telefonisch bestätigt und dann muss ich das jetzt nochmal richtig bestätigen. Kurz geht raus nochmal an den Ehrenmann, der mir mein Portemonnaie wieder zurückgebracht hat mit den ganzen Karten. Mein Gott, ey. So viel Stress erspart man. Ich komme gerade vom Gym. Ich habe die Routine immer alleine durchgezogen, weil erstens die anderen irgendwie schlapp machen und ich weiterhin durchziehen will. Zweitens abends, da musst du halt den ganzen Tag danach richten und wenn ich irgendwie in der Früh das mache, dann kann ich halt den ganzen Abend noch mich mit Freunden treffen oder dies, das machen. Und ansonsten, wenn ich dann meinen ganzen Tag nach dem Gym und dem Training mit den anderen ausrichte und das dann irgendwie entfällt, dann habe ich den ganzen Tag umsonst halt sozusagen mir Zeit genommen, freigelassen, also den Abend halt. Und ja, außerdem ist auf dem Weg her so ein Nagelsalon, da arbeitet eine Kollegin von mir. Da habe ich jetzt gut eine halbe Stunde gechillt, mit der gequatscht und jetzt habe ich immer noch nicht entschieden, was ich essen will. Ich habe jetzt eine halbe Stunde, während ich mit ihr gechillt habe, so überlegt, was ich esse. Aber immer noch keinen Plan, Mann. Immer noch keinen Plan. Das ist immer so die Frage am Tag, was ist, esse ich eigentlich? Welcome to Giesing, Alter. Wenn man nicht weiter weiß, Döner. Django's Döner, ich habe gestern was auf Instagram gesehen. Hat mich echt angesprochen. Habe ich auch erst einmal getestet, wobei es eigentlich von in der Szene schon als einer der besseren Döner in München gehandelt wird. Chargo war letztens hier und Kumpel von Lukas war auch hier in München und haben den abgecheckt anstatt andere Dönerläden. Also dachte ich mir, wird mal wieder Zeit. Yo, so eine, der ich folge auf Instagram, ist gerade in Wien. Ich habe ihr direkt geschrieben, falls du Döner magst, check mal ab per Döner. Und sie meinte so, sie arbeitet nur 5 Minuten davon entfernt, hat Hunger und macht gleich Feierabend und schaut dort vorbei. Ich hatte ihn leider nur einmal. Wir müssen doch mal zurück nach Wien. Ich hatte ihn nur einmal und ich hatte nur Dürüm. Und es war am ersten Tag. Manche sagen, erster Tag qualitativ ein bisschen schlechter. Aber weiß ich nicht. Er war schon gut. So. Django's Döner mit allem. Inklusive Gurken. Es gibt Leute, die mögen keine Gurken zu dem Döner. Ich finde, das passt auch nicht zum Fleisch. Das Fleisch ist sehr lecker. Es ist gut gewürzt, Mann. Aber hier fällt schon alles auseinander. Ein schöner Bissen mit allem. Fleisch ist sehr lecker. Sehr schön würzig, Mann. Barisch hat gerade auf was geantwortet, was er gestern gefragt hatte, zwecks YouTube. Darüber können wir gerne nach dem Essen nochmal reden. Ist schon ein interessantes, tiefgründigeres Thema. Perfekte Soßenverteilung. Das ist mir immer wichtig. Nicht zu viel, es trieft nicht aus. Jeder Bissen genug Soße. Solche Sachen sind sehr wichtig, zusätzlich zum Fleisch und so. Sowas ist echt. Hebt es nochmal nach oben.
perfekt, man. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also der schmeckt mir besser als Hans Kebab, wo Hans Kebab so High Quality ist. Ja, was heißt genau eigentlich High Quality? Weil Hans Kebab probiert immer so rum mit diesen Zwetschgen und so. Zwetschgen und dieses Süße. Das langweilt mich, das schmeckt nicht, Mann. Mega lecker eigentlich. Aber Akadash schmeckt mir immer noch besser. Wenn ich bei Akadash einen esse, ich will immer noch einen essen. Hier würde ich sagen, war lecker, aber genug. Alter, der war mega. Ich glaube, ich muss meine Top-Liste nochmal überarbeiten. Bei Food Factory, das erste Mal, wo wir da waren, es war so krass, so lecker. Ich muss sagen, danach habe ich eigentlich gar nicht Döner dort gegessen, sondern irgendwelche Sucuk-Sandwiches oder Halloumi-Sucuk-Sandwiches. Die sind anders krass. Und dann letztens waren wir ja da als Trostpreis, wo wir zu Pferd fahren wollten, aber der war damals noch zu. Und an dem Tag war das der Döner gar nicht so geil. Türkisch auch schon ewig nicht mehr gegessen. Und Akadosh letztens, wo ich probiert habe, der war so gut, ich wollte ihn wieder in die Top 3 aufnehmen. Und Mustafas Gemüsekebab, Digga, da war ich schon ewig nicht mehr. Ich kann eigentlich zu dem gar nichts mehr sagen. Deswegen, die Dönerliste muss eigentlich mal überarbeitet werden wieder. Ja, Django's. Also wie gesagt, ich reinvestiere eh erstmal. Ich lasse es erstmal unangetastet. Bei mir lohnt es sich halt noch nicht abzuheben. Ja. Ich will noch nebenbei Crow als Teil, ist gut. Mit der Karte, dass du da noch ein bisschen Cashback kriegst, ist immer gut. Ich werde dann auf jeden Fall in Zukunft alles mit der Karte kaufen. Ich werde jeden Monat 1.000 drauf überweisen, alles mit Karte kaufen. Ja, eh. Apropos die Dönerliste nochmal neu strukturieren, nochmal ein paar Döner abchecken. Dieser Bubble Tea Laden, Sweet Garden, den wollte ich hier nochmal abchecken. Eine zweite Chance geben, da war ich erst einmal. Und von einem Bubble Tea kann man das nicht ausmachen. Und Ende des Monats, Anfang nächsten Monats, macht ein neuer, noch ein Bubble Tea Laden auf, ja. Ey, echt schlimm. Von einem Kollegen von Chong. Da wurde er dazu beauftragt, ein bisschen Promo zu machen. Also da schauen wir auf jeden Fall dann vorbei. Zweiter Versuch. Classic Milk Tea, Black Milk Tea. Wie kann man so mit der Rezeptur zufrieden sein? Digga, wie kann man einen Laden führen, sein eigenes Produkt trinken und kommt mir jetzt nicht mit Geschmackssache. Das schmeckt wie ein Bubble Tea mit 1 Liter Wasser verdünnt man. Auf jeden Fall hatte Barisch gestern geschrieben, ja, irgendwie so, machst du nicht einfach einen Zweitchannel auf für Food, Algorithmus kickt dann besser rein und so. Und das kannst du ja dann auch immer noch, also den normalen Vlog-Channel kannst du ja immer noch weiterführen und dann wird es wahrscheinlich besser laufen. Und er hat auch recht, also Algorithmus würde besser reinkicken, neuer Anfang. Der Algorithmus ist komplett zerstört bei mir und hat auch Spielertrend gesagt, aber die Sache ist, ich habe keine Lust, ich habe kein Feuer mehr für YouTube, also ich mache das zwar jeden Tag und es macht mir immer noch Spaß und ich werde es wahrscheinlich immer noch weitermachen, aber ich habe kein Anstreben in Sachen YouTube, also ich habe kein Ziel, ich will nicht irgendwie viele Klicks bekommen wieder oder dies, das, weil du bist dann nicht frei, wenn du YouTuber bist. Also, Barisch redet ja immer von Hamstergard dies, Hamstergard das, Nico ist im Hamstergard, Kuss geht los an Nico. Wenn du YouTuber bist, bist du nicht frei, dann bist du immer auch im Hamstergard. Das ist zwar eine andere Art von Hamstergard, vielleicht ein schöneres Hamstergard, ein größeres Hamstergard, aber wenn du es so vergleichst, ich kenne ja beide Seiten, es ist immer noch ein fucking Hamstergard.
Und wieso sollte ich das machen? Weil mein Leben ändert sich ja dadurch nicht. Eigentlich wird es sogar nur schlechter, wenn ich mich voll auf YouTube fokussiere. Weil ich dann weniger Zeit habe, weil ich dann gebunden bin, wieder gefesselt, gefangen an den Algorithmus, an die Community, an den Content. Kann mein Leben gar nicht frei leben, sondern ich muss jeden Tag über Content nachdenken. Was bringe ich raus? Wenn ich aufstehe, muss ich an YouTube denken. Wenn ich einschlafe, muss ich an YouTube denken. Das ist doch kein geiles Leben. Eigentlich lebt man ja, also arbeitet man ja, um irgendwann frei zu sein und sein Leben zu genießen. Aber wenn du YouTuber bist, wirst du nie dein Leben genießen. Also, überspitzt gesagt, natürlich genießt du dein Leben, aber nicht so. Weil ständig musst du an YouTube denken, ständig musst du an deinen Upload denken, an deinen Content. Das ist nicht das, was ich will. Weil, ob du jetzt jeden Morgen aufstehst und um 9 Uhr in die Arbeit fährst, oder ob du jetzt jeden Tag um 9 Uhr abends vor deinem PC sitzen musst und den Stream einschalten musst, ist ja dasselbe. Du musst dort sein und deine Arbeit erledigen. Hamsterrad. Ob du jetzt irgendwie einmal pro Woche irgendein Projekt abgeben musst oder ob du ein Video abgeben musst, ist eigentlich dasselbe. Wisst ihr, was ich meine? Und ich nehme da zum Beispiel gerne als Beispiel den leidenden Dennis. Der macht so lange schon YouTube und der will das so gerne, YouTube-Star werden, also nur von YouTube leben, aber was ist das dann am Ende des Tages für ein Leben? Wenn du aufstehst und an YouTube denkst und schlafen gehst und an YouTube gedacht hast und dazwischen nur YouTube gemacht hast, nur deine Anime-Recherche, Manga-Recherche gemacht hast, deine Skripte geschrieben hast, deine Texte angesprochen hast, dann das Video aufgenommen hast, dann dich um die Community gekümmert hast, der macht es den ganzen Tag. Der führt kein gutes Leben, meiner Meinung nach, und das soll kein Diss sein. Aber das ist kein Leben, das ich anstrebe. Wisst ihr, was ich meine? Ich strebe das nicht an. Dank Bargisch bin ich frei. Kurz geht raus an Bargisch, weißt? Deswegen, mich auf YouTube zu fokussieren, wäre für mich ein Schritt zurück. Das wäre für mich ein Schritt wieder in die Gefangenschaft, wieder gefesselt zu werden. Das ist nicht geil. Deswegen, es kommt, was kommt. Ich bin momentan super glücklich. Wow, schauen halt nur 200, 300, 400 Leute zu. Wen juckt's, Mann? Es wird keinen Unterschied machen. Vor mir 3.000, 4.000 Leute zugeschaut, macht keinen Unterschied. 30.000 an sich macht auch keinen Unterschied, also geldtechnisch. Fame-technisch natürlich, dann kann man noch mehr Geld machen. Aber ganz ehrlich, mache ich nicht schon genug Geld? Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Ich genieße lieber mein Leben. Weil ich wach auf und ich muss mir nicht Gedanken machen, was wird mein heutiges YouTube-Video, sondern ich erlebe etwas und das wird zu meinem YouTube-Content. Also ich lebe nicht für Content, sondern ich mache aus meinem Leben Content. Und ich meine, zum Beispiel Wien ging ganz gut ab mit Klicks, auf jeden Fall. Und vielleicht fahre ich nächsten Monat mit ein paar Leuten, also Laura organisiert das, nach Dubai. Da gibt es wahrscheinlich auch geile Videos, geile Momente, geile Erinnerungen. Das ist ja das, was ich mache, Erinnerungen. Für mich, mein Daily Vlog ist ja für mich und meine Erinnerung. Zum Beispiel, jetzt ein paar Dates hatte ich, vielleicht ist das meine zukünftige Frau, dann kann ich sagen, hey, Schatz, in 10 Jahren, hey, weißt du noch, hier, da, unser erstes Date und so. Solche Sachen. Und dann kann ich sagen, hey, Wien und dann Dubai, LOL-Meisterschaft, Worlds. Ich wollte immer noch nachschauen, vielleicht kann man es im Finale live zuschauen. Da würde ich mit meinem kleinen Bruder dahin fahren, weil der ist großer LOL-Fan. Das ist in Island, das wäre auch ein geiler Moment. Ich meine, wenn man geile Sachen unternimmt, dann kommen die Klicks schon von alleine. Deswegen, wenn irgendwann kann es ja sein, dass ich einfach 250.000 Euro im Monat mache. Und dann kann ich ja abnormal klasse Sachen erleben und das wäre dann auch abnormal klasse Content. Also ich muss dann nicht extra gezielt auf YouTube und Content gehen dann. Ich mache einfach. Das kommt dann schon. Also wieso komme ich auf 250.000 Euro? Weil Dimi vorhin seine Rechnung vorgerechnet hat. Er meinte, ja Hong, ich mache so und so viel DeFi jetzt. Wenn DeFi auf 10 steigt, dann mache ich ja so und so viel und dann würde ich das teilen und dann würde ich so und so leben. Und dann meinte er, aber Hong, bei dir würde dann eher anders heftig sein. Da habe ich ihm gesagt, ja, wenn das so aufgeht, dann würde ich 250.000. Wobei, würde ich so viel machen? Nee, würde ich gar nicht. Ich mache 150.000 Euro dann vielleicht. Ja, naja, egal. Auf jeden Fall meine Meinung zu YouTube. Aber hey, deswegen habe ich ja einen zweiten Kanal gestartet, also richtig leidend. Wenn wir da irgendwie mal was machen wollen, der Kanal ist am Start, also Mr. Beast für Arme, sowas. Macht Spaß, man kann was zurückgeben und dann kann man das da hochladen. Wieso nicht? Irgendwas, also ist nicht ausgeschlossen. Nur jetzt so Food extra, so wie Lukas oder so, habe ich eigentlich kein Interesse. Kurzes Outro, ich habe schon lange genug geredet. Das war's von mir, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch morgen. Also wenn ihr das Video seht heute, wahrscheinlich kein Primetime. Bagisch ist krank und schon kann ich.
Ansonsten in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren, serious business und ciao!